Hallo ihr Lieben, euer Gob ist hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Cross. Die Lage spitzt sich zu. Die Atmosphäre ist einfach nur fantastisch hier im Terra Tower. Kann schon fast mit Legend of Dragoon mithalten, wo die Atmosphäre auch gegen Ende sowas von krass war. Ja, wir sind auf Spitze. Wir müssen zwei Devices ausstellen und diese Devices sind natürlich brutale Bossgegner. Viele sagen, nach Miguel sind das die schwersten Bosse. Stimme ich zu. Aber wir haben Glenn, wir haben eine X-Strike. Und das Lustige ist, Oil hat sogar eine Regenbogenwaffe gefunden. Also, wir sind bestens ausgerüstet. Für alles, was kommen mag. Gott, das sind für ein Teleporter. Da wartet auch schon. Oh Gott. Das wird lustig. Der ist ja auch sehr effektiv gegen Surge, weil das natürlich der schwarze Roboter ist. Du lässt mich nicht einfach so durch, ne? Da haben wir keine Wahl. Mögen die Glocken des Todes erklingen. Ich liebe diesen Soundtrack. Der passt einfach so gut. So atmosphärisch. Na, dann wollen wir mal erstmal den Minish aktivieren. Das ist, glaube ich, hier am wichtigsten. Weil der macht so viel Schaden mit seinen Zaubern. Das, vielleicht nicht unbedingt erleben. Du wirst immer noch viel Damage machen. Nein. Diese komischen Roboter, die haben im Nahkampf so viel Damage immer schon gemacht. Ja, cool. 83, 650 und Show still goes on. Na toll. Ein Angriff, schon fast die Hälfte weg. Herzlichen Glückwunsch. Nervig. Eigentlich braucht Glenn direkt schon eine Heilung. Aber ich will auch nicht zu passiv sein hier. Magnify? Du Ratte. Und es war nicht sehr effektiv. Gut, Planänderung, da jetzt Magnify gemacht hat, weil er echt eine widerliche Sackratte ist. Muss man heute Damage machen. Magnify verstärkt alle Zauber. Um 1,5. Das heißt, wenn ihr richtig loslegt, wäre man komplett zerberst worden. Das muss echt nicht sein. Wo ist Orla? Zack! Kung Fu! Brauchen wir vielleicht jetzt echt eine Heilung? Oh! Holy Healing! Ich meinte eigentlich mich selbst. Heil dich doch gleich um 1 Million. Hey, lol. Was zum Geier? Also, der ist echt anspruchsvoll. Huch, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Der will's wissen, ey. Tja, plötzlich sind 415 gar nicht mehr so viel. Dass ich um 800 geheilt hat, ey. Meteor-Schauer ist voll in Ordnung, mit dem Minish aktiv. Kann nur passieren, dass wir jetzt irgendwie so einen Fatigue-Zustand bekommen. Das wäre Worst Case. Ja, Search Shots natürlich. Mein Glück ist mal wieder nicht wohlgesonnen. Tja, Glenn sollen wir vielleicht hier mal ein bisschen was aufbauen. Dass wir den X-Strike oder sowas machen könnten. Zack, 380 und er kniet. Photon Ray. Süß. Kann sie gerne 20 Mal hintereinander machen. Wird nichts bewirken. Dein Billig-Kamehameha. Photon Ray.
Sister Horse. Wenn es nicht reicht, dann gibt es noch einen X-Strike. Der wird auf jeden Fall reichen. Das war nicht schlecht. So, mein Kumpel, mein Luxator. Ich würde sagen, goodbye. Fahrzeuge. Das wird auf jeden Fall reichen. 1500. Ciao, Bella. Das war's schon wieder mit dem Kollegen. Der war ein bisschen scary mit Magnify. Ich weiß auch nicht. Das hätte ganz böse ins Auge gehen können. Das war nicht der schwarze Rote, ne? Das war der weiße. Ich glaube, der schwarze... Ui! Na, guck. Kein White Field, aber Altonova. Schwarze Roboter ist, glaube ich, sogar noch stärker. Guck. Ein Streuer ist jetzt schon aus. Aber die Barriere ist natürlich noch nicht verschwunden. Weil der schwarze Roboter noch besiegt werden muss. Aber Altonova? Ich denke, da freut sich der Surge. Da haben wir bestimmt noch einen Platz. Ich sehe auch schon den Platz. Altranova. Ruhig hier hin. Heftig. Das ist wirklich heftig. Das hat abseits von den Beschwörungen der stärkste weiße Zauber. Noch stärker als Holy Light. Wir haben immer noch kein Holy Light. Keine Ahnung, ey. Das hätte ich echt bei Miguel trappen müssen. Nur Miguel hat das. Naja. It is how it is. Boah, morgen sind wir alle erkältet. Den Gegenwind hier. Hat jemand wieder das Fenster aufgelassen? Oder was ist hier los? Das sieht einfach so krass aus, ne? Das sieht einfach so krass aus. Das liegt bei JRPGs. Die finalen Gebiete werden so abgespaced. Fantasy-mäßig. Ich liebe es. Einfach nur fantastisch. Sieht aus wie so ein Schlund, ne? Wie so ein Maul. Das Tor. Mit den Gegnern habe ich schon im letzten Part sehr, sehr viel gekämpft. Die möchte ich eigentlich nochmal herausfordern. Na dann. Wird jetzt wohl der schwarze Roboter auf uns warten. Los geht's. Ja. Der ist completely black. Na, Kumpel? Die quatschen auch gar nicht. Die legen direkt los. Die anderen Roboter, die wir im letzten Part hatten, das war, glaube ich, der grüne, der gelbe und... Der Rote, die haben halt erstmal noch irgendwie Quatsch. Ja, die Menschen haben die Wälder zerstört. Also ein Quatsch muss man uns anhören. Graviator. Ja, die Gravity kontrolliert, ne? Was ich kontrolliere, ist auf jeden Fall der Minish. Deal with it. Ich hoffe, der kann nicht auch Magnify, ey. Surge macht mittlerweile so viel Schaden, ich brauche Strengthen einfach nicht. Der Damage-Output ist auch ohne Strength schon insane. Aber er muss halt auch treffen, deswegen. Eagle Eye ist immer noch wichtig. Was ist das denn? Omega Black. Omega Lul Black. Ohne Diminish wären das 400 gewesen. Ich hasse dich! Was tut Surge? Ich glaube, Surge hasst diesen Roboter am meisten. Weil er der dunklen Seite Macht angehört. Einfach mal 1200 Schaden zu mitnehmen. Aber er kniet nur nicht. Ich will unbedingt mal Vigora machen. Das heißt, ihre Stamina wird jetzt nicht mehr sinken. Ist doch
doch ein bisschen broken, oder nicht? Ich will es mal ausprobieren. Bitte was? Hör auf mit dem Scheiß! Einfach Search gewonnen. Kommt er mit so einer Tekken-Kombo, zack, zack, zack. Gewonnen. Oi. Ich habe Inferno gemacht, ich bin so blöd. Das sollte eigentlich ein Holy-Ling werden. Dadurch, durch den Miss-Input, wird der Kampf jetzt noch schwerer. Toll, oder? Dabei brauche ich nur einen Egg-Strike. Ich kann einfach jetzt angreifen und angreifen. Kein Stamina-Verlust. Hellbound. Oh cool, Instant Death. Cool. Das macht Spaß. Wie ich die Gegner kenne, haben sie natürlich Glück. Natürlich. Das ist einfach so lame manchmal das Spiel. Er ist tot. Orla kriegt die Erfahrungspunkte. Das heißt, man muss alles nochmal neu spielen. Bis gleich. Ich lade jetzt den Spielstand. Wir sehen uns an den gleichen Stellen nochmal. Das ist jetzt so dumm, ne? Diese Hellbound-Scheiß, der hält so. Ich finde es nicht witzig. Bis gleich. So, ihr Lieben, Rache ist süß. Rache ist so süß. Jetzt habe ich ihn mal gerade so zum Frühstück verputzt. Ich sag's euch. Leg dich nicht mit mir an, mein Freund. Ne, Orla ist zu knuffig. Dafür, dass ich jetzt sage, na, dann kriegst du halt die Erfahrungspunkte nicht. Weiß nicht, ich hab dich viel zu sehr lieb. Ist einfach so. Ja, Black Hole. Kannst du sonst wen schmieren? Kann ich sowieso nicht verwenden. Wir haben keinen schwarzen Innate. Crowbike hat Pause. So, jetzt sind wir hier weg. Wir hatten komischerweise keinen Wasserroboter, der uns jetzt erwarten wird. Wir werden es herausfinden. Wasserroboter. Auf jeden Fall, der schwarze Roboter und der weiße sind mit die stärksten Bosse im Spiel. Die man sehr leicht schießen kann mit X-Strike. Sehr, sehr leicht schießen kann. Ich glaube, die haben nur so 3000 Energie. Wenn du dann direkt 2000 circa machst, weißt du Bescheid, ne? Ist halt ein bisschen overpowered. Aber wir haben uns ja auch alles verdient. Die Sunglasses, Glenn. Das war ja so geplant. Natürlich kämpfe ich so gut wie nur möglich. Ihr seht ja, wenn Gegner zuschlagen, sind die trotzdem immer nur eine Herausforderung. Oh. Da habe ich ja meinen Wasserroboter, hä? Huh? Ach, der quatscht jetzt erstmal wieder. Disrespecting the origins of life. Wonders suffers. You must pay the price. Ich muss gar nichts bezahlen. Ich habe einen negativen Kontostand. Kann dir leider nichts bezahlen. Tut mir leid, Kumpel. Nee, Diminish. Zelda Diminish Cap. Nimble. Ja, mach nur. Weil ihr Welt erhöhen finde ich jetzt nicht so geil. Und Vigorat, der auch. Das heißt, er hat jetzt unendlich Stamina. Sieht so ein bisschen so aus, als würde er mich critten wollen. Beziehungsweise Search critten wollen. Wenn er schon die Welt Rate sinkt. Ich weiß nicht. Der hat doch irgendwas Böses vor.
Ich traue dem nicht. Gleich starte ich hier auf jeden Fall. Vielleicht finde ich schon was wieder mit einer X-Strike. Der ist auf jeden Fall deutlich schwächer gewesen als die anderen Roboter. Deswegen weiß ich, warum der jetzt hier kurz vom allerletzten Boss kommt. Der allerletzte Boss vom Terra Tower mache ich natürlich. Ja, wie oft willst du denn noch angreifen? Boah, was eine Ratte. Einfach nur nervig. Nein! Hör auf damit, das will ich machen. Gut, solange das dein Zug war. Boah, ey, ich fühle mich schon angegriffen von den Gegnern. Nicht witzig. Ich hätte echt Weaken oder sowas mitnehmen sollen. Habe ich aber nicht. Muss ich denn mit den Konsequenzen leben? Süß, dass du dich eben um 400 geheilt hast. Ein Angriff von mir macht 500. Omega Blue! Omega Blue war nicht so schlimm. Och, kniet er schon wieder. Das tut mir aber leid. Ist da was? Hammer hat dich schon mal gesehen. Ich mach das jetzt nur. Ist ja nicht immer in der X-Strike abusen. Wird wahrscheinlich. Boah, sieht so krass aus. Wir sind einfach Sephirot. Ja, Sephirot. Ja. Boah. Trotzdem mindestens so viel Damage. Ja, das reicht aber noch nicht. Der will noch ein bisschen mehr. Wie heißt der? Aquator. Ich mir denken können. Dive and Drive. Das sollte jetzt aber wirklich reichen. Da bin ich mir ziemlich sicher. 700? Ja. Ja, das war wahrscheinlich so der Schwächste von denen. Komisch. Der ist der Letzte. Fahr zur Hölle. That's it. Gott, Leute, wir können jetzt zum ultimativen Drachen vorstoßen. Zum Dragon God. Fusion aus allen Drachen. Kommen auch neue Elementarslots und natürlich das Blue Field. Ich weiß gar nicht, wie man White Field und Black Field bekommt. Oder gibt es die gar nicht? Gelb, Rot, Grün, Blau, Schwarz-Weiß. Das war die Melodie. Die brauchen wir für den absoluten Endboss. Den ich natürlich viel, viel später erst mache. Das hier wird ja jetzt nicht der Endboss. So, was wollte ich jetzt machen? Allocate. Der neuen Slot. Der liebe Glenn. Ich weiß nicht, was ich in diese Slots packe. Einfach Helal. Damit macht man schon nichts falsch. Hier haben wir auch noch neue Slots. Wie gesagt, Weaken wäre manchmal nicht schlecht. Deswegen packe ich das da jetzt rein. Orl hat nichts Neues, ne? Die hat echt nicht so viele Inventar-Slots. Ist halt so. Sinn und Secret? Truhe oder sowas? Nö. Gott, Leute, jetzt kommt einer der epischsten Fights ever. Gut, finde ich nicht ganz so episch wie den freien Boss aus Legend of Dragoon. Das kann man halt irgendwie nicht toppen, finde ich. Aber der Fight, der jetzt kommt, ist auch episch. Richtig episch. Wo sind wir? Sieht aus wie eine Ruine. Aber das ist die Spitze des Terra Towers. Spitze des Turms. Der Terra Tower wurde ja von den Reptilien irgendwie entwickelt. Haben wir im letzten Part gemerkt. Beziehungsweise erfahren. Was? Stop it. Kill me. Vor allem diese Statuen. Sehen so richtig verstörend aus. Welcome, humans, those who know the torment and joy of creation, or also the pleasure.
therefore all that passed through here must be prepared. Text geht viel zu schnell weg. Schnell kann ich gar nicht lesen. Was bist du denn? Kleines Etwas? Du bist der feine Boss? Glaubst du das selbst nicht? Ich dachte, die Drachen sind alle fusioniert. Vor allem, warum ist Kit jetzt auf einmal da? Hi! Das ist doch die Frozen Flame, oder nicht? So this is the truth, Frozen Flame. It's truth. Hold on. Don't touch it. Oh, Allah. Was machst du denn? Yes, I know Tia is alive. The flame tells me so. But why are you telling me this? What is it you are after? I don't understand. All hearts einfach berührt. Is everyone okay? Bugger, you, us humans ain't gonna let you have your way any longer. Come on, show your bloody self. Da ist er, der Dragon God. The ultimate showdown. In order to survive all living things in this world, fight desperately and devour those they defeat. Must one kill other living things in order to survive? Must one destroy another world in order to allow one's own world to continue? The wounded, in turn, wounds and torment those weaker than they themselves are. They are only the killers and the killed, the sinners who are judged, and the victims that do the judging. What meaning is there to such a word? Whether there's meaning to our lives or not, we still go on living, you know? You've got no right to deny that. Creates this blueprint of beautiful humans, lives, and forever. Einer der besten Tracks der Videospielgeschichte, Dragon God, da ist er endlich. Gänsehaut. Dieser Track, oh mein Gott, den kannte ich lange bevor ich Chrono Cross kannte, weil er einfach so legendär ist. Chrono Cross, ja, also ich kenne das Spiel noch nicht so lange. Zwar uns ja nie erschienen ist, aber dieser Track ist. Hui! Time Devourer. Der Zeitenverschlinger. Alles klar. Ja, das kann ja was werden. Der ultimative Drache. Die Fusion aus allen 6 Drachen. Eigentlich sogar Fusion aus allen 7 Drachen. Alles ist ja auch irgendwie mit drin. So wie ich das verstanden habe. Das Opening war schon mal widerlich ohne Ende. 200 Damage. Tja, der Boss kann sich sehen lassen, was? Yes, super Glenn. Du triffst. Let's do this. Diminish. Zelda Diminish Cap. Element Damage half. Juhui. Brauchen eigentlich eine Heilung, ne? Ich brauche jetzt echt lieber eine Heilung als Eagle Eye. Cure All. Sailor Moon weiß nicht zu helfen. Dieser Soundtrack, ey. So geil. Vor allem, ich verstehe da immer Promise Forever. Promise Forever. Was war los? Das sieht vor allem so richtig widerlich aus, der Drache. Er hat irgendwie so einen Tumor oder so. Seht ihr das? So ein Tumor auf der Seite. Richtig widerlich.
Gott, Time Devourer. Wer hat damit gerechnet? Ja, der hat auch, glaube ich, so... Ich glaube, der hat auch 13.000 für die Cryo-Sphinx. Hat auf jeden Fall richtig viel Energie. Phase 1 überstanden. Ja. Es änderte tatsächlich die Umgebung. Ich meine, wir traveln jetzt nochmal durch die gesamten Welten. Ja. Da haben wir den Sanddrachen bekämpft. Oh, dieser Soundtrack. Holy moly, wer hat sich das ausgedacht? Holy shit, ey, ist das geil. Okidok, Igli, strengthen. That's my plan. Igli. Und strengthen hinterher, please. Ja, der X-Strike war auch schon wieder. Aber noch nicht. Es wird der Finishing Touch. So weit sind wir noch nicht. Wie gesagt, der Time Devourer, der hält ein bisschen mehr aus. Bam! Einfach 1000 zum Mitnehmen. Noch Fragen? Nee? Dann ist ja gut. Tempting. Sehr tempting. Aber der Flying Arrow ist auch tempting. Wir warten mal noch. So, Orla hat ja eben schon die Schwester erwähnt. Die Zwillingsschwester, die Tia. Die kommt jetzt auch. Sisterhoods. 300? 369 sogar. Was ist das denn jetzt? Uplift? Ist doch gar nichts. Ich wollte gerade sagen, was macht er da jetzt? Ah, ich glaube, er nutzt jetzt nur Zauber der Stufe 1. Und wenn er wieder wechselt, nutzt er Zauber der Stufe 2. Es wird also immer schwerer. Ganz viele Phasen, der Boss. Ganz, ganz viele Phasen. Ich glaube, 8 Phasen oder so. Ich sag ja, es wird ein cooler Part. Wechselt er? Ja. Hat er auch schon wieder 2000 gefressen. Dann kommt das ungefähr hin mit 13.000. Ich finde ihn auch viel cooler als den Final Boss. Das ist eigentlich der coolste Bosskampf des Spiels. Allein schon mit dem Soundtrack. Fantastomatisch. Ich habe eigentlich Bock auf Imbissal. Naja, füllen wir erstmal die Gorge wieder auf. So, wo ist Imbissal? Hier. Sicher ist sicher. Macht halt noch weniger Damage. Komisch Time Devourer. Hier wird nichts devourt. Wenn du Hunger hast, geh irgendwie zur Imbissboot oder so. Strengthen. Noch mehr Power. Sehr schön. Jetzt gibt's Aua. Und zack, wieder 1000. Über 1000. Guck, sind zwar schon Zauber der Stufe 2, Magma bauen. Aber wegen Imbissal. Null Schaden. Hätte ich vielleicht erst ein bisschen später machen sollen. Jetzt zu spät. Oh, es wird 10 Schaden. Ich bin begeistert. Schön auf All haben müssen. Wasser auf Wasser. Gott, schießt das aus seiner Nase? Ist das wie eine Eislens oder ist das ein Eispopel? Das ist die Frage, die ich mir hier stelle. Ich glaube, es wird Zeit für den fliegenden Pfeil. Flying Arrow. Komm schon, 500. Das war ein bisschen uff. Klar, Diminish und so, trotzdem. Vielleicht hat Glenn ja ein bisschen mehr Erfolg. Dive and Drive! Glenn hat ein bisschen mehr Erfolg. Sehr schön. Und damit switchen wir schon wieder die Ebenen. Oh Gott, jetzt nutzt er natürlich schon wieder ein bisschen stärker und sauber.
Och nö, hier war der hässliche grüne Drache. So wie den Gears Neville. Och Mensch, Ola. Ich hab das schon extra so safe gespielt. Dass sie auch trifft. Manchmal habe ich hier immer halt einfach Pech. Kann nicht immer Glück haben im Spiel. Zum Glück ist der Time Devourer ziemlich langsam. Oft greift er nicht an. Tornado! Immerhin hat er nur Tornado gemacht. Ich dachte, er setzt jetzt noch die anderen starken Zauber hinterher. Zum Glück war das nicht der Fall. Ich glaube, da das immer 100 Schaden gemacht hat, ist Imbissheil schon wieder zu Ende. So lange hält es auch nicht. Kriegt das halt wieder drauf. Wenn er jetzt schon mit Tornado ums Eck kommt, finde ich eher weniger witzig. Bitte triff! Yes! Das war's schon wieder. Der hat's aber eilig, der Time Devourer. Ist echt eilig. Sieht doch voll stark aus, aber so ultra stark ist er einfach nicht. Aber cool inszeniert ist es trotzdem. Mit diesem Soundtrack. Ich komme aus den Schwärmen gar nicht mehr raus. Ist ja Wasser, ne? Der ändert auch immer das Element. Aber schlauer Zuschauer haben das sowieso schon bemerkt. Sonic Sword! You are too slow! Nicht der Sonic! 500. Gar nicht mehr so schlecht. Ein bisschen risky spielen. Immerhin. Ich spare mir für die letzte Phase den X-Strike auf. Wie gesagt, der wird immer nerviger. Ich gebe das jetzt mal Glenn. Wirklich. Ich will auch, dass er mal Eagle Eye bekommt. Richtig reinballert. Ist doch eine Idee, oder? Na, was kommt jetzt für ein Mist? Das geht noch. Aber Imbissheil war ja auch aktiv. Ja, Vigor wäre auch noch eine Idee. Herrnivor wäre noch eine Idee. Low Rest wäre noch eine Idee. Let's do this. Verteidigung geschwächt. Search. Nee, ich will erst noch ein bisschen angreifen. Oh, man könnte einfach X-Strike machen, dann Krone Kurs und dann noch mehr X-Strike. Re- und Strength, ja. Das will ich machen, und zwar für den Glenn. So, der hat jetzt Eagle Eye, der hat Strengthen und der Time Devourer hat weniger Verteidigung. Das heißt, es gibt die ultimativen Hits. Also ihr merkt schon, ne, Glenn ist deutlich schwächer als Surge. Deutlich schwächer. Kommen wir jetzt zu Sky Dragon Eye. Da waren wir nämlich noch nicht. Nö. Wir sind wieder beim Black Dragon. Okay. Sag ja, der hat verdammt viele Phasen. Los, Oha! Yes. Ich würde sagen, solange wir einen Boost noch haben, drauf da. Nicht so gut wie Surge. 200 weniger Gold. Freefall. Nerd. Vielleicht sollte Ola gleich mal Cure Plus machen. Ja, sollte sie. Sollte sie. Cure All meine ich. Dann ist er wohl stabilisiert.
Nicht, dass er sich dem ultimativen Angriff bis zum Schluss aufhebt. Und weil es dann... wenn er so ein Petto hat, der Time Devourer. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Bitte triff. Search, search, search. Was meine ich nur mit dir? Jetzt vielleicht das Sky Dragon Eye. Und? Sky Dragon Eye? Nee, wir sind wieder on top of the tower. Gut, dann wird es natürlich Zeit für einen Egg-Strike. Darauf habe ich mich ja schon die ganze Zeit gefreut. So. Let's fucking do this. Friss das, Dragon God. Friss das. 1633. Und es steht noch. Dann gibt es jetzt das Chrono Cross und noch einen Egg-Strike. Das ist mein Plan. Ist okay, dass der ultimative Angriff schon ist. So, das erste Mal Chrono Cross. Ach, der Gegner ist auch davon betroffen. Das heißt, er hat die Fähigkeiten jetzt auch wieder. Na tolle Wurst. Egal. Nee, ist doch nicht wieder aufgeführt. Hey, meine Recherche war falsch. Ich dachte, das füllt die Fähigkeiten wieder auf. Was bringt denn das Chrono Cross? Schreibt's gerne in den Kommentaren. Jetzt haben wir halt einen Regenbogen da oben, ne? Ach, das war's eh schon. Ja, wie gesagt, schwer war der jetzt nicht, aber cool inszeniert. Kein Victory-Jingle? Da freut man sich ja gar nicht. Earring of Hope. No, if it's really weak again, this is destiny. The thing, the Dragon God, is only a quasi-existence. A temporary form that the real Dragon God uses in order to appear within this dimension. The actual Dragon God was consumed long ago in the distant past, integrated by the entity known as Lavos in a time on the other side of the dimensional darkness. The frozen flame is a splinter from the extraterrestrial being Lavos. The one who connects with the frozen flame in effect links with Lavos itself. As the mediator between Lavos and living things, that one will gain extraordinary powers. By binding with a new seed of destruction, the Devourer of Time. What in blazes is the Devourer of Time? Now go to the place where time can divide it and weave the threads of time together again. The Devourer of Time is a new life form born out of the fusion of a life form from this planet with Lavos, who nests on the far side of the dimensional void. In a far off future, when the fusion becomes complete, it will awaken. Then the Devourer of Time will begin to consume all space-time continua, despair and hatred, to return all things to nothingness. That is what it desires. Here, take this with you. Wir bekommen das Time Egg. Oh mein Gott. Das haben wir in Chrono Trigger benutzt, um
Krono zu retten vor Lavos, aber dadurch haben wir Schala zurückgelassen, falls ihr euch erinnert. The time back will enable you to travel beyond space-time. The world is in your hands. Go! Release the life that is imprisoned. Da ist er wieder weg. Kann sich einfach teleportieren. Mystisch ohne Ende. Tja, dann muss ich mich jetzt wieder nach Opossa Beach. Da ist so eine Truhe. Nein, ich will die Truhe. Ist eh nichts Relevantes mehr drin. Die besten Sachen haben wir schon. Ich muss jetzt wieder nach Opossa Beach und da kann man True Final Boss herausfahren. Das ist natürlich der Time Devourer. In der richtigen Gestalt. Sagen wir es mal so. Crappy, what in bloody hell's happening? This place is going to crumble to pieces. Hola. Gut. Ich hatte schon Schiss. Dass du hier nicht abhauen möchtest. Terra Tower stürzt ein. Oh mein Gott. So viel zum Terra Tower. Ich sag mal so, Schala ist ein gutes Stichwort. Die wurde nicht gerettet, die war die ganze Zeit bei Lavos. In diesem Dimensional Vortex. Tja. Ich sag mal so, das wird noch wichtig. Das wird noch richtig wichtig. Oh no. What is happening? Ist jetzt ein God of War Spiel und dann wirst du mal, wer der Endboss ist. Ja. So that's Terra Tower's final true form. In the end, we are all the same. Everyone's dreams of being greater, more powerful. We have come this far. All that remains to defeat the Devourer of Time. Once we wipe the Devourer of Time off the face of this planet, it is all over. Hopefully everything will go back to normal again. You're wrong. Things won't ever go back the way they were. Fate, destiny is dead. From now on, us humans have to choose our own way in life. We also have to take responsibility for the choice we do make. And something's gotta be done about the way we go on hurting and killing one another. We've got to settle our differences once and for all. Listen, what's really important is what we do now. The issue ain't whether we defeat that bastard or not. I'm afraid that depending on how we go about it, we could lose out on gaining something real precious. So the issue is the way we fight. So we're on off. It's a real devourer of time. My guess is the key to finding it lies at the beach. That's where this whole thing started. It's also probably where this whole thing will end. Ja. Jetzt wieder zurück zu Opossa Beach. Im Time Egg kommen wir eben halt in Dimensional Vortex. Guck, und Terra Tower bleibt jetzt nur hier. Kann man nie wieder zurück. Nein, die Kiste. Naja. Egal. Auf jeden Fall muss man zurück zu Opossa Beach, Timec nutzen und dann können wir den Final Boss rausfahren. Problem ist, wir haben noch viel zu tun. Wir haben noch, sag schon. Wir haben noch diesen wunderschönen Döns da unten. Ach, wie heißt denn jetzt? Band of Time. Band of Time muss man nochmal. Und natürlich die ganzen Fähigkeiten holen. Ich möchte die Charaktere auch alle nochmal zeigen.
Das war im nächsten Part, Band of Time. Da verwende ich auch endlich mal wieder die liebe Lina. Die habe ich echt vermisst. Glenn. Du wirst wieder verwendet beim Final Boss. Aber jetzt ist Lina drin. Ich werde Lina auf jeden Fall mal equippen. Wir sehen uns im nächsten Part im Band of Time. Ich hoffe, euch hat dieser mega epische Part gefallen. Den Dragon-God-Kampf. Und ja, beim nächsten Mal Band of Time wird wahrscheinlich ein richtig kurzer Part. Weil in diesem ultra-riesigen Bonus-Part möchte ich halt alle Charaktere vorstellen, die Moves zeigen und natürlich den letzten Move jeweils freischalten. Es wird ein sehr, sehr langer Bonus-Part. Dessen bin ich mir auf jeden Fall bewusst. Aber ich will das Spiel so vollständig wie möglich let's playen. Und deswegen gehört es für mich dazu. Gut, ihr Lieben, Band of Time beim nächsten Mal. Ich würde sagen, stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!